Auf dem Weg zur japanischen Bäckerei sind wir beim Laden der Manga-Mafia vorbeigekommen. Ja, und dort gibt's echt allerhand. Von Figuren, über Plushies, über Mangas. Alles, was das Nerdherz begehrt. Doch dann hieß es Schlange stehen und das gar nicht mal so kurz, denn wir waren über eine Stunde angestanden für die Bakery My Heart, also die japanische Bäckerei in Düsseldorf. So dumm nur, dass wir dann drin festgestellt haben, dass es dort nichts Veganes gibt. Hätten wir vorher mal googeln können, hätten wir uns die Zeit sparen können. Aber wir haben ja ein paar Omnis in der Gruppe, die haben dann dort was mitnehmen können. Die japanische Bäckerei hat übrigens seit neuestem kein festes Ladengeschäft mehr, sondern beliefert vielmehr die umliegenden Supermärkte. Da gibt es eine Handvoll zur Auswahl, also guckt einfach vorher, wo es das gibt, wenn ihr dort was essen wollt. Auf dem Weg zur Boulderhalle haben wir noch ein bisschen die lokale Kunstszene abgecheckt. Auf dem Weg zum Japantag-Gelände haben wir da noch einen Teich gesehen. Da haben sich dann Enten, Gänse und Tauben getummelt. Allerdings gab es eine Parkbank, von der konnte man besonders gut auf den Teich gucken. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Japantag, was ist das denn? Dann habe ich hier ein paar Clips für euch. Aber zur Info, ich habe bereits ein Video zum Japantag 2022 auf meinem Kanal hochgeladen und das solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. So, nach der ganzen Anstrengung wird es jetzt aber auch mal Zeit, dass wir ordentlich was essen gehen. Und wo könnte man in Düsseldorf besser was essen gehen als im To 1980 Vegan? Einem komplett veganen vietnamesischen Restaurant. Die Dumplings kriegen von mir 8,999. Nope. Nope. Ja, es sieht aber nope. So glitschig nope. Aus. Komm schon, du kleine nope. Scheiße. Schmeckt saulecker. Panko-Mehl, panierter Tofu und eine Himbeer-Chili-Soße.
knuspriger Tofu und eine Menge grüner Pfeffer. So, das To 1980 vegan in Düsseldorf. Ja, wie fanden wir es? Wir fanden es eigentlich mega lecker. Das eigentlich kann man auch streichen. Ja, die Starter fand ich sogar fast am geilsten, muss ich sagen. Also dieser Tofu, der so innen drin so richtig schön fluffig war und außen drin richtig schön crunchig von diesem Panko Breadcrumbs mit dieser Himbeer-Chili-Soße. Der war so lecker. Alles, was so an Startern war, so vietnamesisch Tapas, mag ich ja sowieso total gerne. Auch mein Hauptgericht mit dem grünen Pfeffer fand ich mega lecker. Allerdings muss ich sagen, dass es cool gewesen wäre, wenn auch ein bisschen was von dem grünen Pfeffer so klein gemahlen dann schon in der Soße mit verarbeitet gewesen wäre, weil gerade zum Ende hin hatte ich einfach mega viel grünen Pfeffer und die Distribution von dem grünen Pfeffer war einfach nicht so gegeben, wie es gewesen wäre, wenn die Hälfte davon gecrushed wäre und verarbeitet wäre, also so in der Soße verteilt, und die andere Hälfte einfach als ganze Pfefferkörner. Das wäre noch ein bisschen cooler gewesen, aber ansonsten lässt sich echt nichts Schlechtes über das To 1980 vegan in Düsseldorf sagen. Punkt! Am nächsten Morgen sind Mike, Svanny und ich nochmal zum Japan-Tag-Gelände gelaufen, um mal zu gucken, ja, wie es da so ausschaut nach einem Tag Japan-Tag, und wir waren echt erstaunt, wie sauber es am nächsten Tag dort war. Vor der Rückfahrt nach Nürnberg waren wir noch im Café Mar lecker frühstücken. Dort gab es sowohl Herzhaftes als auch Süßes zum Frühstück. Und ich sag's euch, das Cornetto, das war so luftig, locker, leicht. Es war echt ultra lecker. Kleiner Nachtrag zum Café Mar in Düsseldorf. Ziemlich nice. Was allerdings ein bisschen schade war, die Ciabatta wurden ja beworben mit veganem Mozzarella. Da war jetzt leider nichts drauf. Vielleicht wurde es vergessen. Kann ja mal passieren. Aber die Ciabattas waren trotzdem echt ziemlich delicious. Und auch das Focaccia, das hat mir sogar fast noch ein bisschen besser geschmeckt als das Ciabatta. Ja, aber das eigentliche Highlight war eigentlich das, ich sag mal, italienische Croissant. Das war so unfassbar fluffig. An alle da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich habe es mega gefeiert in Düsseldorf. Ich fand es auch ganz cool, mal diesen, ich sag mal, Vlogging-Style so ein bisschen auszuprobieren. Also Essen und andere Sachen miteinander zu verbinden, also irgendwelche Aktivitäten. Das hat mir eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. So viel Spaß sogar, dass ich das jetzt in London und auch in Schottland wiederholt habe. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, also vegane Restaurants, Nerdkultur, Nerdkram. And come on in, everyone, because yes, this is the one and only Great Albert Hogwarts. Wow, wie mag ich! Ja, halt Reisen und die eine oder andere Aktivität, dann lasst doch gerne ein Abo da. Schreibt gerne in die Kommentare, was haltet ihr davon, so ein bisschen Vlogging-Style das zu machen. Jetzt kommen wahrscheinlich erstmal noch ein paar, ja, ich sag mal, Episoden aus Nürnberg und Umgebung, und dann geht es eben, wie gesagt, weiter mit London-Urlaub. Da gibt es auch sau viel leckeres Veganes zu sehen. Und dann danach direkt mit Schottland-Urlaub. Da geht es von Whisky über vegane Sachen. Alles dabei, was das Herz begehrt. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen und haut rein.